Tag war lang, die Nacht wird kurz. Ich komm nach Haus, ich seh mein Bett, ich werf mich drauf und strecke mich aus. Ich dreh mich um, mach die Augen zu und roll mich in die Decke ein. Einen Moment lang Stille. Doch dann hör ich ein Klopfen, muss das schon wieder sein. Und dann kommt das Grübelmonster. Es tapst leis über den Flur, es demonstriert für den Zweifel, ist gegen jegliche Struktur, ist gegen alles, was schön ist. Denn nichts ist nur schön, und wenn es einmal da ist, wird's lauter und will nicht mehr gehen. Na gut, sag ich, aber bei Morgengrauen ist der ganze Spuk vorbei. Dann musst du nach was anderem schauen und ich bin wieder frei. Ich gebe ihm alles, was ich habe, doch es wird einfach nicht still. Es sagt nichts auf die Frage, was genau es von mir will. Wie steht's um deine Gastfreundschaft, fragt mich das kleine Ding. Es ist doch mitten in der Nacht, wo soll ich denn noch hin? Oh, na gut, sag ich, aber bei Morgengrauen ist der ganze Spuk vorbei. Dann musst du nach was anderem schauen.